Ja, hallo, hier ist Yamaha Freak und BF Ganz. Wir haben hier eine HW35 liegen. Das ist eine ganz alte von 1969. War da nicht die erste Modellandung? Ja, genau. Wir haben die Seriennummer 312371 übers Internet nachrecherchiert, ne? Und dabei kam raus, du hast wirklich erst 68 rausgehabt, ne? Ich hatte erst 1968 rausgehabt, genau, ja. Dann haben wir 69. Ja, die ist von 1969, also die wird 2019 sozusagen 50 Jahre alt, ne? Oh ja, ganz altes Schätzchen. Und was ist ganz Besonderes an der? Die hat noch kein F-Zeichen. Genau, und das heißt? Was heißt das denn? Die hat ein bisschen mehr Wumms, ne? Ja, gemessen haben wir das, glaube ich, noch nicht. Ne? Nee, dürfen wir ja auch gar nicht. Das ist ja außerhalb des Schießstandes, darf man damit, glaube ich, gar nicht schießen. Ne? Aber nee, wir gehen ja bald auf den Schießstand, ne? Wir müssen damit zum Schießstand, richtig. Richtig, und wir machen ja auch bald noch mal ein paar tolle Sachen. Ja. Und wir verraten aber noch nicht was, denn wir wollten erst ein ganz tolles Video für den Sigi machen, für den Yamaha-Free-Kanal. Und ganz viele Abonnenten sollten bei ihm abonnieren, denn er macht noch ganz tolle Videos in nächster Zeit. Stimmt's? Ja, habe ich auf jeden Fall vor. Ja. Macht ja auch tierisch Spaß. Genau. Und ich habe schon mittlerweile über 1000 Abonnenten. Ein paar Videos hast du sogar mehr Klicks als ich, wo wir die Videos zusammen gemacht haben. Ne? Ich habe mehr Klicks wie du auf ein paar Videos? Ja, ja. Wie kann das denn? Oh, oh, oh. Na, auf jeden Fall werden wir aber euch... Aber du bist ja deswegen jetzt nicht neidisch, oder? Nö. Wir werden euch jetzt auf jeden Fall zeigen, wie man die Lederdichtung gegen diese Kunststoffdichtung austauscht mit dem Adapter. Und wir machen noch so ein paar andere Reparaturen wie Laufdichtung und Unterlegscheiben für das Knickgelenk, weil die fehlen nämlich an dem Modell. Das ist auch noch ein ganz tolles Modell, weil die Fischhaut ist geschnitten. Die ist noch von Hand in das Gewehr geschnitten. Was es heute gar nicht mehr gibt, ne? Nee. Wird maschinell gemacht. Ja, richtig, die werden da reingepresst oder so. Also das ist schon ziemlich... Das ist, glaube ich, ich weiß nicht, ob das eine Buche ist oder ob das sogar noch... Ob das ein Walnussschaft ist, das weiß ich nicht. Aber es ist auf jeden Fall ein ganz cooler Schaft. Ist auch noch ziemlich gut erhalten. Ja, wir werden jetzt erst das Ding zerlegen und dann reparieren, ne? Ja, wir haben schon mal die HW35 zerlegt, um zu gucken, ob da wirklich noch eine alte Lederdichtung drin ist. Oder Kolben, viel mehr nennt sich das ja. Und wir waren ganz überrascht. Ist natürlich noch der alte Zustand, wie das eben vor fast 50 Jahren gemacht worden ist. Ja. Das, was wir schon gemacht haben, ist Kimmo und Korn geändert. Der Fabian hatte mir freundlicherweise die Teile gegeben. Truglovisierung ist das, ne? Ja. Das sind Leuchtstäbchen, damit das besser... Ja. Kann ich euch gleich auch nochmal ein Foto oder ein Video von machen. Weil das gab es natürlich 1969 noch nicht. Nee. Ja, da hat die Schraube hat hier gefehlt für die Einstellung, nicht für die Höhenverstellung. Und so ja, stimmt. Und da hast du gesagt, du hast noch Kimmo und Korn. Ja. Das neuere Modell. Ja, dann, das ist auch noch eine, die hat sogar keine Sicherung hier. Ne? Die neuen haben alle eine Sicherung. Bei der fehlt das ja zum Beispiel. Aber die kann man schon einstellen hier, ne? Ja. Den Druckpunkt. Ja, den Abzug. Druckpunkt vom Abzug, und Vorzugsweg kannst du so einstellen. Ja. Nur noch zwei Schrauben. Das hatten die damals schon. Ja, das ist ein Rekordabzug. Ne? Den haben sie schon seit Ewigkeiten. Ja, dann freut euch auf das Auseinanderbauvideo und auf das Reparaturvideo. Der Sigi nimmt für euch jetzt erstmal den Schaft ab. Dafür muss die vordere Schraube gelöst werden, das größere. Sigi ist schon ein bisschen tattrig, aber das ist kein Problem. Ja, liegt am Alter. Ja. Und die zwei am Abzugbügel. Und da kann man dann schon den Abzugbügel und den Schaft abnehmen an dem Ding. Also das ist sehr, sehr, sehr simpel. Nee, da muss ich einen anderen haben. Kleineren, wa? Ja. Ja, und die Schrauben, die musst du da rausnehmen. Jo, und dann kannst du abnehmen und dann kannst du jetzt den Schaft vom System lösen. Ja, genau. Da haben wir das schon, das alte Schätzchen. Ja. Ist noch in einem relativ guten Zustand. Finde ich auch. Dafür, dass sie fast 50 Jahre alt ist. Ja. Die habe ich vom alten Herrn Schenk bekommen. Der hatte die im Schuppen liegen.
Und was weiß ich, wie viele Jahre die da im Garten, im Schuppen drin war, keine Ahnung. Aber auf jeden Fall hat sich da nicht viel Rost angesetzt. Nee. Relativ cool. Ich finde das so hammer hier mit der Schweißnaht noch mit der Kleinen. Jo, die haben, glaube ich, auch die ganzen Kanten, die sind nicht so scharf wie bei den neuen Modellen. Die haben so ein bisschen, das alles ein bisschen besser gearbeitet als heute. Ja, dann kannst du die zwei Stifte raustreiben, ne? Machst du von der Seite hier. Jo, dann lege ich das erstmal. Ne, Quatsch. Machen wir mal so. Genau. Ich halte es fest und du kannst raustreiben. Ne, ich brauche den Hammer, ja. Ich glaube, du kannst auch drücken. Ich glaube, die sind nicht so fest drin, oder? Ich weiß es nicht. Ne, das stimmt, du hast recht. Zumindest den, glaube ich, weil den wolltest du ja auch ersetzen. Ich glaube, irgendeinen Stift hast du ja selber gemacht, ne? Den habe ich, glaube ich, selber gemacht. Ah, okay. Ja, wo wir die zum ersten Mal auseinander hatten, war der Stift gebrochen. Um eben zu gucken, ob da eine alte Lederdichtung. Ich glaube, da brauchst du den Hammer, ne? Ich glaube, ich besser. Ja. Ich halte fest, du kannst treiben. Da kommt er schon. Ja. Zack, kannst du rausziehen, glaube ich. Jo. Perfekt. Und dann kannst du den Abzug rausnehmen. Ja, den Stift da, den haben wir neu gemacht. Jo, professionell. Von einem vom Bohrer, ja. Ist ja auch gehärtet, so ein Bohrer. Haben wir einen Rekord. Rekord. Ja, jetzt musst du, glaube ich, das Ding wieder drehen. Ne? Da brauchst du ja, glaube ich, so einen Schlüssel für, so einen Maulschlüssel. Ach so. Oder du kannst es, glaube ich, von Hand drehen. Ich weiß nicht genau, wie fest. Ja, da geht's aber von Hand. Jetzt muss ich nur aufpassen mit der Feder. Ne? Ja, da musst du ein bisschen drücken, weil wenn du beim letzten Gewinde bist, dann drückst du ein bisschen gegen und dann passt das schon. Ich liebe das, wenn ein Plan funktioniert. Ansonsten einfach einen Maulschlüssel reinstopfen, der ungefähr den Durchmesser von dem Schlitz hier hat und dann einfach mit dem Hammer drauf. Ja, genau. So ähnlich. Ja, dann geht das. Und bei den alten ist das eigentlich kein Problem. Das ist erst bei den neueren, ist das ein bisschen stramm alles. So, und jetzt musst du gleich anfangen zu drücken, gegenzudrücken, damit dir das Ding nicht durch den Garten fliegt. Ja, jetzt, genau, das war's. Ja, da kommt die Feder, Druckfeder und die hintere Federführung ist sogar aus Stahl. Das ist kein Plastik, so wie das heute ist. Heute ist das aus Plastik? Ja, das ist zumindest aus Plastik, nur der Boden ist aus, ist so ein Metallring. Ja, siehst du. Ja. Das ist übrigens noch Qualität. Ja, dann haben wir das schon mal. Ein Stück und die Feder. Ja, und jetzt musst du das Ding irgendwie abknicken. Und dann kannst du die zwei Schrauben lösen. Ich glaube, die erste, die rechte, die musst du, glaube ich, als erstes rausnehmen. Ja, das ist hier, glaube ich, die Mutter. Ja. Das sind ja auch die Scheiben zwischen, ne? Mhm, richtig. Hier die. Jo. Genau, da kommen sie dazwischen. Unter die Scheiben. Genau. Alles schön in der Kiste. Das ist noch so ein Metallring. Ich weiß nicht, ob du den rauskriegst. Oder ob Na, so richtig will er nicht. Ja, dann machen wir erst die andere Schraube. Wir können das auch so machen. Richtig, genau. Einmal umdrehen. Kloppen. Naja, mach die Schraube einfach raus. Ja. Okay. Einmal rausdrehen. Gottfried, du regst keine Haare drauf. Ist leichter mit Haaren drum, ne? Wird man leichter, ne? Ja. Hier ist auch ein Federring. Ja. Den haben wir aber. Der andere, der müsste jetzt auch. Ja, jetzt kommt er, ja. Und die Unterlegscheibe haben wir schon mal drauf gemacht oder dran gemacht beim letzten Mal, aber die müssen wir ersetzen, weil die nicht ganz so. Ja, die schon. Ja, eine ist uns kaputt gegangen. Kaputt gegangen. Ja. Ich die hier beiseite. Ja, jetzt musst du das Ding hier raus machen. Gucken, ob du das rausbekommst. Den Spannarm. Ja. Genau. Und dann kannst du den Kolben, da musst du den Schraubendreher nehmen. Was? Hier in den Schlitz und dann einmal nach hinten ziehen. Genau, dann kannst du da den Arm vom Kolben greifen. Und dann hast du den Kolben. Da ist die Lederdichtung. Jo.
dass das mit so einer Lederdichtung überhaupt funktionierte. Ja, aber muss sie. Ich muss mal sauber machen vom alten Öl-Kettelstein. Ja, sollen wir erst die Dichtung machen? Ja, wäre ich dafür, weil das Schwierigste ist. Das ist eine Schraube, die musst du, glaube ich, lösen. Und ich weiß nicht, ob du da noch was reinschneiden musst, damit das rausgeht. Weil das muss rausge... Ja, dann deswegen sind hier die Schlitze. Ja. Müssen wir mal gucken. Das ist normalerweise Rechtsgewinde, dann muss ich hier mal rein. Vielleicht müssen wir dafür in die Garage. Das weiß ich noch nicht. Du musst den auf jeden Fall mal so festhalten. Boah. Ob sich da überhaupt was tut. Nee, glaub nicht. Doch, der kommt. Ja? Du siehst ja, wo der... Nee. Dann müssen wir echt für eine Garage, ne? Mhm. Die Dichtung ist sowieso kaputt. Mal irgendwas gucken. Ach, willst du die so abmachen? Ja. Mal eben gucken, ne? Ja, das bringt auch nichts. Ja, die haben das hier gekörnt, das Gewinde, siehst du? Deswegen ist das nicht so einfach. Die haben hier einen Schlag reingegeben mit einem Meißel und dann Gewinde angekörnt, deswegen kannst du das nicht mehr so schnell rausdrehen. Kolben ist jetzt in der Drehbank. Was versuchst du zu machen, Sigi? Weil das angekörnt ist, versuche ich die Körnung da ein bisschen wegzudrehen, damit das Gewinde wieder frei ist für die Mutter. Okay. Könnte man auch mit einer Flex machen, wenn man keine Drehbank hat, ne? Könnte man auch mit einer Flex machen, ja. Den nicht im Futter reingeschoben, weißt du? Mhm. Und der ist ziemlich weit draußen. Plan, ne? Jetzt ist es Plan, ja, und ich. Jetzt noch mal gucken. Das wird nicht einfach sein. Mal die Lederdichtung da komplett runterholen, erstmal.
Ja, die sitzt natürlich hier drinnen, hier hinten ist sie eingequetscht. Dann machen wir das anders. Ah, jetzt abschneiden, abdrehen. Abdrehen. Kann sein, dass das Ding so rausfliegt. Hast du da zumindest auch seitlich Zugang zu? Ein bisschen können wir noch. Ja, da kommt die schon noch. Das schauen wir mal. Das ist ja schon mal die Mutter hier. Die können wir jetzt aber besser einschneiden. Ja, die ist hier drauf geschraubt und hat die Lederdichtung natürlich hier drauf gequetscht. Ja. Hier festgehalten. Gedreht hat sie sich. Boah. Ja, jetzt kriegen wir sie runter. Alter Schwede. Dieser ist aber fest. Ja, Mord. Das Problem war eben, die haben die Schraube hier angekörnt. Ne? Ist eine Sicherung. Ja, und das ist der Rest. Ja, klasse. Das ist jetzt hier der Adapter, der vorne drauf kommt. Und den werden wir hier noch ein bisschen runter drehen, damit das ein bisschen leichter wird. Man könnte das Teil auch aus Aluminium machen, dann würde das noch leichter werden. Und damit wir eben mehr Luft zum Komprimieren haben. Ja. Das Teil, das könnte man bestimmt locker nachdrehen. Ne? Man müsste mal das Gewinde. Das kannst du nachdrehen, überhaupt ja. Kein Problem. Ich gehe mal davon aus, dass das ein Gewinde von M8 ist. Das kann ich hier aber zeigen. Lass mal gucken. Ganz normales M8. Ja, kannst du sogar aus Aluminium nachdrehen, ja. Dann, wenn man das ein bisschen tunen möchte, sage ich jetzt mal. Aber jetzt für das Gewehr reicht das, denke ich mal, aus. Ne? Ja. Dann drehen wir vielleicht noch ein bisschen Material darunter und so. Achso, da kann man quetschen dann. Ganz weicher Stahl. Das ist doch schön, oder? Ja, das siehst du schon, wie du da drehen musst. Ja, so eine Drehbank ist nie weg. Nee. Kannst du eine Menge machen.
reicht aber. Ja, sonst wird es zu lang. Ja. So, jetzt haben wir das ein bisschen abgeschliffen. Abgedreht. Abgedreht. Ja. Abgedreht. Oder ich bin der Dreher eilig, weiß ich nicht, drehe das feierlich. Draufdrehen. Ja. Die geht sehr schwer. Brauche ich gar keinen Lockteig dran machen. Der geht gut schließend drauf. Jetzt habe ich es. Perfekt. Meinst du also nicht mehr, dass das lose geht von alleine? Nein, rein theoretisch nicht. Okay. Ich kann den nochmal nachziehen. Nee, andersrum. Schraubenzieher. Der ist bombenfest. Okay. Das ist die neue Scheibe drauf für die Dichtung. Jo. Und jetzt könnte ich die ja einen Körnerschlag machen, aber... Machen wir, ich weiß nicht, also der Kolben, der dreht sich wohl im Zylinder. Ist wohl besser, wenn du da noch einen Körnerschlag reinmachst. Müssen wir das noch eben hier runterdrehen? Seite kühlen. Ja, der ist gesichert. Jetzt kommt hier ein bisschen Fett drauf, damit wir die Dichtung leichter drauf bekommen. Das ist sogar richtig englisches Tuning-Fett. Pump 699. Leichter darauf. Müsste zumindest. Klack. Ja, das sieht nicht dumm drauf. Das sieht da gut aus. Ja, ist der Kolben fertig. Ja. Dann wollte ich nochmal die alten Teile zeigen. Ah, oh, hier, jetzt sind die. Das ist die alte Lederdichtung. Ja. Gammel, den wir abgedreht haben. Ja. Mit der Mutter, wo die Lederdichtung mit festgehalten worden ist. Ja. Kommt jetzt noch ein bisschen Fett seitlich auf die Dichtung. Und noch ein bisschen auf den Kolben. Und dann können wir das schon einsetzen. Ja, richtig. Dann ist das schon drin. Auf die Feder können wir noch ein bisschen drauf pappen. Muss das auf der Feder auch drauf? Ja, da könnte man eigentlich so Kettenfett
Hast du Kettenfett von deinem Motorrad? Dann habe ich nichts mehr über. Hast du nichts mehr übrig? Das könnte man zum Beispiel nehmen, glaube ich. Das ist viel dickflüssigeres Fett, ne? Das geht da gar nicht mehr davon ab. Ja, aber da tat es dann auch, wenn du Pech hast. Ach so, ja, dann muss man gucken, was das ist. Ja, fängt an zu harzen, fängt an fest zu werden. Was man da genau drauf macht. Also das reicht eigentlich auch schon. Zack, und dann kann das auch schon so rein wieder. Ja, zack. Haben wir das schon mal wieder zusammengebaut. Die Lauflederdichtung, die wechseln wir aus gegen die, auch gegen, also gegen diese Kunststoffdichtung hier. Silikon, glaube ich. Silikon, ne? Ja. Eine Seite ist angefasst und die andere Seite ist komplett rund und die runde Seite kommt dann nach vorne. Und ich versuche die jetzt erstmal hier rauszupopeln, wenn das überhaupt geht. Wenn man hier erstmal durchgekommen ist, dann ist das relativ... Ah, jetzt geht's, glaube ich. Man muss erstmal anfangen. Ja. Vielleicht jetzt mit der Zange. Ja. Nee, das ist... Reißt sofort weg. Ja, das ist sehr pures. Ja, es stellt sich schwieriger raus, die alte Lederdichtung rauszukriegen. Das ist richtig Fummelarbeit. Bröcksken für Bröcksk. Wir haben es jetzt schon zum Drehen gebracht. Aber es möchte noch nicht raus. Ja, da ist es. Ja. Ich hab's. Da ist es. Der Kackteil. Ja. Da. Wunderbar. Uah. Bisschen einfetten. Jetzt muss ich nur mit der richtigen Seite, ne? Mhm. So einfach ist das. Ja, ist schon drin. Jo. Ja. Wunderbar. Aber die wird sich ja wahrscheinlich noch setzen, ne? Ja. Die wird sich noch setzen. Ja. Dichtung ist jetzt wieder drin. Und jetzt muss natürlich noch der Schließmechanismus oder Verschlussmechanismus oder Öffnungsmechanismus ran. Muss die Feder rein und dann muss man die Feder ein bisschen nach hinten quetschen, damit man den Hebelarm reinbekommt. Und dann ist das auch wieder drin. So, jetzt beginnt das Schwierigste eigentlich, ne, Sigi? Ja. Die Unterlegscheiben wieder reinzubekommen. Ich weiß jetzt nicht genau. Ja. Das sind hauchdünne Dinger, die gehen leicht kaputt, da muss man aufpassen. Ich weiß jetzt nicht genau, ob das HW35 typisch ist oder ob das nur an dem Gewehr liegt, aber die gehen wirklich schwierig hier in, rein dazwischen. Also da muss man aufpassen. So, jetzt muss das erstmal hier wieder hier durchgesteckt werden. Und das hier an dem Kolben greift, der Spannarm. Und ja, jetzt ist Gefummel angesagt. Ich will kurz gucken, ja, das passt. Ist alles in Ordnung? Ja. Ach, der Zylinder hier kommt zum Schluss, ne? Ja, genau. Jetzt haben wir da sofort Spannung drauf. Ja. Also, jetzt müssen wir die irgendwie dazwischen bekommen. Ja. Das kann echt... Das ist immer eine Drecksarbeit. Also die geht noch einfach. Da brauche ich irgendwas. So, um die das ist zu zentrieren, ja. Ja, die ist noch einfach. Ich werde jetzt hier auch auf die Achsschraube ordentlich Fett drauf machen.
Und dann war hier dieser Ring, der breite Ring war hier drauf. Federring, ja. Federring. Hier war ruhig ordentlich drauf. So, dann ist das erst schon mal sicher. Umdrehen, die ganze Geschichte. Ja. So, und jetzt kommt... das. Das ist nämlich jetzt wieder so, wir haben jetzt nur eine Schraube, eine Unterlegscheibe verbaut, weil die andere, die wollte nicht. Ja, die wollte nicht, die geht einfach nicht rein. Das können wir vergessen. Ja, brauchst nicht ganz so fest zu ziehen. Ja. Muss immer noch gucken, ob das los ist, gucken, ob das noch, ob sich das noch geschmeidig. Ja, ja. Das ist schon zu fest. Das muss ganz butterweich gehen. Ja, aber wenn du bewegst, wird das lose. Ja, weil die Mutter noch nicht drauf ist. Kannst du ruhig noch ein bisschen lose machen noch wieder. Kleines bisschen nur. Guck mal. Das braucht nicht schleifen oder so, das kann ruhig von alleine nach unten klappen. Ganz ruhig noch ein bisschen. Ja. Ja, das ist schon besser, genau. Das ist schon besser. Dann können wir da die. Genau. Den Ring da drauf setzen. Und die Mutter. Auch nicht allzu feste. Ich muss ja wieder nochmal kontrollieren, ob. Geht noch? Ja, ne? Ja, passt. Das passt. Das braucht nicht ganz so festgeknatscht werden. Jo. Ja, dann können wir nochmal die Feder da rein. Der Federführungsstange, genau. Richtig reindrücken. Ja, genau. Und jetzt müssen wir das Endstück drauf bekommen. Ah, das schafft der Sigi noch. Die rutscht mir immer weg. Ich halt fest. Alter Schwede. Drehen. Jetzt hast du dran. Boah. die Stange ist noch richtig drin hier. Ne? Ja, ja, klar, die ist noch richtig. Hat man ja. Ja, ja. Das war nicht ganz so toll. Lass das mal das Tier genau einstellen, ne? Ja, genau. Glaube ich schon ein bisschen zu, oder? Und das kannst du hier an der Schiene besser erkennen. Hier, die Schiene. Ja, da muss noch ein bisschen rüber. Muss noch ein bisschen reingedreht werden. Ja, noch ein bisschen in die Seite. Ja. Ich glaube, ein bisschen rausgedreht, oder? Nee, rein. Rein? Siehst du das? Jo, passt. Jetzt passt das. Gut. Ja, supi. Ja, jetzt können wir den Rekordabzug
Da musst du noch mal eben kurz die Rastklinke hier reindrücken. Mit einem Schraubendreher am besten. Und dann schaffst du das auch so. Richtig rein. Genau so. Du kriegst das besser hier reingesteckt. So. Natürlich so rum, ne? Andersrum. So, klar. Genau. Und dann gucken, dass der Abzug nicht ausgelöst hat. Und dann müssen wir die Löcher wieder über einen Ring, ne? Mhm. Muss, glaube ich, noch ein bisschen verschieben. Das ist einer. Genau, ein Stift. Immer den originalen wieder. Ja, klar. Dafür hast du den ja besorgt. Ja. Das ist ein langer, ein kurzer. Ja, der kurze hier und der lange hier. Wie rum ist egal, die sind nicht konig, ne? Nee, die sind zylinderig. Ja, ja, die sind, das ist egal. Jetzt hast du ihn. Und den anderen kleinen. So ein bisschen hin und her bewegen, ne? Mhm. Jo, passt. Jo. Super. Ja. Ja, super. Und jetzt kommt der Schaft wieder dran. Genau. Jupp. Nicht ganz so fest knallen. Du brauchst ihn nicht ganz so fest machen. Warte mal, ich hab dir die falsche Schraube gegeben. Ja, toll. Ich hab grad schon gedacht. Ja, ja, da muss die Länge rein. Jetzt hab ich eine falsche Schraube ziehen. Ganz ruhig, ja, ein bisschen so. Festmachen. Ich mach den erst fest, wenn ich die drin habe. Gut. Dann sitzt er oder ist konzentriert. Gut, dann ist das wieder zusammengebaut. Jetzt kann man so testen, ob die Dichtung vorne dicht ist. Ist dicht. Kommt keine Luft raus. Jetzt hätte man das hüpfen sehen.